Meine sehr verehrten lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Vortrag über Ora et Labora, benediktinische Gebets- und Arbeitswelt. Es ist jetzt fast genau 40 Jahre her, 1981 ist es gewesen, dass ich auf Einladung meines Lehrers, Professor Dr. Godehard Joppich, damals Pater und Kantor der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach bei Würzburg, dieses Kloster zum ersten Mal besuchte und zum ersten Mal auch Zeuge wurde der benediktinischen Gebetskultur und Arbeitswelt. Ich hatte das vorher noch nie erlebt, noch nie gesehen, dass ein Kloster augenscheinlich dermaßen groß in der Anlage war und so viele Handwerksbetriebe umfasste, sodass auch optisch man das Gefühl hatte, man steht vor einem mittelständischen Betrieb. Auf der anderen Seite hat mich besonders beeindruckt, 1981, dass der ganze Tag in einem Benediktinerkloster bestimmt ist vom Rhythmus des Gebetes. Ora et Labora ist einer der wichtigsten Sätze der Kernaussagen des Benediktinerordens, dass eben Gebet und Arbeit zusammenkommen müssen, dass das Ora im Labora aufgeht und das Labora im Ora aufgeht. Das habe ich versucht, hier in der Präsentation auch optisch sichtbar zu machen. Alle treffen sich zu festgesetzten Zeiten in der Kirche, um das Stundengebet zu feiern oder die Eucharistie. Und dann ruht in den Betrieben die Arbeit. Die Mönche beten und dieses Gebet gliedert den Arbeitstag. Das war für mich unglaublich beeindruckend zu sehen. Und ich möchte ein bisschen heute darüber berichten. Zum einen durch einen Blick in die Geschichte und zum anderen durch einen Blick auf die aktuelle Situation in dem Kloster, das ich nun seit 40 Jahren sehr gut kenne, dem ich seit 40 Jahren sehr eng verbunden bin bis auf den heutigen Tag. Der heilige Benedikt von Nursia ist der Ordensgründer der Benediktiner. Ordo Sancti Benedicti kürzen sich die Nonnen und die Mönche ab. OSB, Ordo Sancti Benedicti. Das Leben des heiligen Benedikt fällt zusammen mit einem Epochenwechsel. Es ist sehr gut möglich, dass man die Lebenszeit des heiligen Benedikt als eine Achse nimmt, an der die Spätantike, die christliche Spätantike endet und das Mittelalter beginnt. Man hat ja die Möglichkeit, das in einem Zeitraum festzulegen, der 200 Jahre sich ausdehnt. Man nimmt die konstantinische Wende oder man nimmt den Tod des Augustinus und den Beginn der Völkerwanderung oder eben man nimmt das Leben des heiligen Benedikt, beziehungsweise genauer hin vielleicht das Jahr 529, denn in diesem Jahr gründet Benedikt das erste Kloster, die erste klösterliche Gemeinschaft auf dem Monte Cassino in Italien, 529. Ich habe das immer als eine Art Zeitenwende verstanden, denn dieses Jahr 529 ist mit einem kulturellen Paradigmenwechsel verbunden. In demselben Jahr schließt Kaiser Justinian I. die Platonische Akademie in Athen. Das heißt also, das heidnische Wissenschaftssystem, Bildungssystem ist an ein gewisses Ende gekommen und wird durch das Christliche ersetzt, denn die Benediktiner werden in der Folgezeit sich vor allen Dingen hervortun
durch die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen bis auf den heutigen Tag betreiben nicht wenige Klöster, Schulen, Gymnasien und Lehrlingsbetriebe, also Betriebe, in denen Lehrlinge ausgebildet werden. Also Bildung, Ausbildung und natürlich die Weitergabe der Kultur. Das heißt also auch die Beschaffung von Bibliotheken, von Kulturgut und das Bewahren dieses Kulturgutes und Weitergabe an die kommende Generation. Das Motto der Kongregation, das heißt des Klosterverbundes, zu dem Münster-Schwarzach gehört, nämlich die Missionsbenediktiner von St. Ottilien, das Motto lautet Leben aus empfangenem Erbe. Das heißt also, wir stehen auf den Schultern derer, die uns vorausgegangen sind und die erarbeitet haben, was wir heute pflegen und genießen und ausbauen und weitergeben müssen. Ein sehr schönes Motto, wie ich finde. Zurück zum heiligen Benedikt. Um 540 herum sammelt er in einem Regelwerk zum ersten Mal Vorschriften für das klösterliche Leben. Es ist die Grundlage der Benediktsregel, die dann später ausgearbeitet wird. Er übernimmt Regeln derer, die vorausgegangen sind und schon ein gemeinschaftliches Leben ausprobiert haben oder auch der Einsiedler, die zum ersten Mal versucht haben, ein asketisches Leben, also ein Leben der Entsagung im christlichen Geist zu führen. Und er gehört zu den sogenannten Koinobiten, das heißt also zu denen, die das Leben in einer gemeinschaftlichen Lebensform führen wollen und in der Gemeinschaft durch Gebet und Arbeit Christus suchen und nachfolgen wollen. Die Benediktsregel umfasst 73 Kapitel. In einem Prolog schildert Benedikt die verschiedenen Arten des Mönchtums, ob eben Einsiedler oder Koinobiten, also Mönche beziehungsweise später dann Nonnen, die gemeinsam leben und eben dort das geistliche Leben im Bete und Arbeite, ora et labora, gemeinsam gestalten wollen. Es folgen einige Kapitel über die monastischen, die mönchischen Tugenden, Gehorsam, Schweigen und Demut. Benedikt nimmt sie als Kernfelder der monastischen Spiritualität und stellt sie dem Lesenden so vor Augen. Und dann folgen insgesamt 13 Kapitel über den Gottesdienst. Das heißt also, das ist für Benedikt das Wichtigste. Dem Gottesdienst ist nichts vorzuziehen, wird er später in der Regel schreiben. Und er schildert in diesen Kapiteln minutiös, wie das gottesdienstliche Leben sich gliedert, was zu welcher Zeit gesungen, gebetet werden soll. Und hier wird dann klar, es handelt sich vor allen Dingen um Psalmen und Hymnen, also um Musik. Wenn wir also heute über Ora et Labora sprechen und dann eben das Generalthema der Vorlesung noch einmal uns vor Augen führen, nämlich Musik und Arbeitswelt, dann ist also inkludiert, das Gebet ist gesungenes Gebet, ist also eine Form von Musik. Es wird gregorianischer Choral gesungen, die Psalmen und die Hymnen werden in damals bereits bekannten Melodien eben vorgetragen und gemeinschaftlich vollzogen. Also das Zusammenstoßen von Musik und Arbeitswelt hier eben in seiner frühen Form. Der Gottesdienst ist das Zentrale und Benedikt regelt alles sehr genau, wann was zu tun und wann was zu beten ist. Aber
Man merkt sofort, er unterscheidet sehr nach den praktischen Gegebenheiten. Ist es ein Sommerhalbjahr? Ist es ein Winterhalbjahr? Haben wir viel natürliches Sonnenlicht, also viel natürliches Licht, viel Sonnenlicht? Oder haben wir wenig? Dann können die Gebete etwas ausführlicher sein. Aber wichtig ist, dass man das Sonnenlicht, also das natürliche Licht, so weit wie möglich für die Lectio Divina, also für die göttliche Lesung, sprich also für das private Lesen geistlicher Texte und für die Arbeit nutzen soll. Insofern gibt es je nach äußeren Rahmenbedingungen verschiedene Regelungen für den Gottesdienst. Es folgen Kapitel über die Klosterstrafen, was jetzt nun schlimmer klingt, als es tatsächlich ist. Denn Klosterstrafen sind in erster Linie die Regeln und Maßregelungen, die treffen sollen, wenn jemand aus der Gemeinschaft auszuscheren droht, mit kleineren oder größeren Verfehlungen. Ziel ist aber immer, dass die Rekonziliation stattfindet, dass also derjenige in die Gemeinschaft zurückgeführt wird. Weniger das Strafsystem als Sühnesystem, sondern das Strafsystem als geistliche Wegweisung ist zentral. Es folgen Kapitel über die Verwaltung des Klosters. Benedikt ist ein Praktiker. Benedikt regelt sehr genau, wie ein Kloster funktionieren soll. Das betrifft die Arbeit, die Welt der Arbeit und das Handwerk. Welche Handwerksarten ausgeführt werden sollen. Es betrifft also die einzelnen Dienste der Mönche. Was müssen welche Mönche übernehmen, damit das gemeinschaftliche Leben funktioniert, damit die Mönche alle versorgt sind und das Wesen, das Gästewesen, also sprich die Gastgeberschaft des Benediktinerordens, ein sehr wichtiger Punkt. Die Gäste werden betrachtet wie Christus, der zu ihnen kommt. Wenige Kapitel schließen sich an über die innerklösterliche Ordnung. Von den Novizen bis hin zum Abt wird alles genau aufgeschrieben, welche Funktionen, welche Aufgaben, welche Rechte, welche Pflichten sie haben. Mit einem Nachtrag schließt dann die Regel, bevor ein Epilog sie abrundet. Der Nachtrag betrifft den Umgang der Brüder miteinander. Die Regel des heiligen Benedikt ist eine Regel, die sehr stark praktisch ausgerichtet ist. Also zum einen ein spirituelles Fundament, aber eine sehr geerdete Spiritualität. Keine auf übernatürliche Fähigkeiten oder überirdische Sachverhalte hin ausgerichtete Überlegung findet sich darin, sondern es ist alles sehr, sehr praktisch. Und das macht diese Regel so strapazierfähig bis auf den heutigen Tag. Sie hat sich bewährt als ein System des Miteinanderlebens. Und in diesem Sinne ist sie bis heute Richtstur, übrigens nicht nur für Klöster, sondern zunehmend eben auch für andere Gemeinschaften bis hin zur Wirtschaft, bis hin zu Wirtschaftsbossen, die sich immer wieder in der Benediktsregel auch einmal einen Rat holen, wie man eigentlich miteinander umgeht, was Kollegialität bedeutet. Das ist also etwas, was ich mir wünschen würde, auch für andere soziale Formationen, in denen wir leben. Sie finden hier eine Seite aus der ältesten Niederschrift der Regula Benedicti um 700, heute in Oxford gelegen, beginnt mit den bekannten Worten Ausculta, o Fili, höre, o mein Sohn, höre, o Kind, höre, mein Sohn. Precepta Magistri, die Lehren des Meisters, et inclina aurem cordis tui, und neige das Ohr deines Herzens. Um 700 also können wir schon davon ausgehen, dass die Benediktsregel
festgefügt ist und dass sie als Textkorpus transportiert wird. Hier haben wir, wie gesagt, das älteste schriftliche Beispiel. Wir kommen zur biblischen Grundlage der einzelnen Gebetszeiten. Wieso kommt es eigentlich zu dieser Form der Gebetskultur im Benediktinerorden? Wie hat sich dieses Ora denn herausgeprägt? Und im Grunde muss man mit den mittleren und dem unteren Zitat beginnen, nämlich der Gedanke, dass das Leben der Christen nach Auferstehung und Himmelfahrt Christi nur noch ein sehr kurzes gemeinsames hier auf Erden sein wird, so war die damalige Vorstellung. Denn der Herr wird sowieso innerhalb der nächsten Tage, Wochen, Monate wiederkommen und wird das Leben hier, das gemeinsame Leben mit dem Endgericht beenden und dann kommt das Himmelreich. Die Parousie, das heißt also die Naherwartung, spielte zur Zeit der biblischen Autoren eine sehr große Rolle. Deswegen die Aufforderung, die Zeit bis dahin ohne Unterlass im Gebet zu verbringen. Das heißt, dauerhaft zu beten. Die Mahnung des ersten Thessalonicher Briefes geht in diese Richtung. Und dann natürlich auch die Schilderung, die idealtypische Schilderung einer christlichen Gemeinde, nämlich die Apostel und Maria zusammen nach dem Pfingstereignis. Sie bleiben in einer Kammer und verharrten dort einmütig im Gebet. Das heißt, alles ist in der großen Erwartung, dass eben der Herr, der auferstandene Herr, wiederkommt und die Zeiten beenden wird. Nun ist das ein Idealzustand, der seit 2000 Jahren nicht eingetroffen ist. Und das wusste Benedikt natürlich auch, denn schon zu seiner Zeit war die Parousie über 500 Jahre ausgeblieben. Und so nimmt er sich noch ein Psalmwort, das entnommen ist dem längsten der Psalmen, dem Psalm 119, 172 Verse hat er. Und dort heißt es, siebenmal am Tag singe ich dir Lob. Diese sieben Zahl ist im Grunde auch eine symbolische Zahl, im Grunde auch eine symbolische Zahl für das ewige, das dauerhafte, das bleibende Gebet. Aber er nimmt die sieben Zahl und macht sie quasi zur Grundlage für die Bildung der Gebetsstruktur, die wie folgt aussieht. Gemäß der Regel haben wir hier das Gerüst eines Tages, eines benediktinischen Tages, gegliedert durch das Gebet. Und die rot umrandeten oder die nicht umrandeten, sondern die auf rotem Grund stehenden Teile, das sind die sieben Gebetsteile, die sieben Gebetszeiten, die sich an das Psalmwort eben anschließen. Und die dann quasi den Tag gliedern. Es beginnt mit der Matutina Laus, also den Laudes. Dann kommt zur ersten, zur dritten, zur sechsten und zur neunten Stunde eine Gebetszeit, eine kurze Gebetszeit. Sie sehen jeweils rechts daneben die konkreten Uhrzeiten, wann das denn ist. Wenn es also Prim heißt, dann ist das natürlich auch von der römischen antiken Ordnung her übernommen. Das heißt also, das sind die Tagzeiten, die schon im alten Rom gegolten haben als Gliederung für den Tag. Wenn man sagt, wir treffen uns zur ersten Stunde, dann ist es nicht 1 Uhr nachts, sondern dann ist es 6 Uhr morgens, weil da eben der Tag beginnt. Dann folgt das Lucernarium Vesperalis, die Danksagung, eigentlich die Lichtdanksagung am Abend. Matutina Laus und Lucernarium Vesperalis sind fettgedruckt deswegen, weil das die Hauptgebetszeiten sind. Das hat liturgiegeschichtliche Gründe,
weil natürlich auch schon zur Zeit Benedikts er Gebetsstrukturen vorfand, die aber aus einer anderen Wurzel kommen. Schon sehr früh bildet sich in der christlichen Kirche das Morgenlob und das Abendlob heraus als ein normales, für die normale Gemeinde geeignetes Gebetsleben oder ein Gerüst für ein Gebetsleben. Das ist also das sogenannte Kathedraloffizium, was also dann Benedikt erweitert zu seinem monastischen Offizium. Deswegen sind aber diese Zeiten hier fett gedruckt, Matutina Laus und Lucernarium Vesperalis. Der abendliche Lichtdank, das heißt, die Sonne geht unter, aber wir haben eben das ewige Licht Christus, das bei uns bleibt. Und deswegen können wir Lichter entzünden und die Kerze, das Kerzenlicht ist das Symbol für Christus, dessen Licht und dessen Erleuchtung und dessen Geist immer bei uns bleibt, auch wenn das natürliche Licht geschwunden ist. Benedikt wird den Begriff des Lucernarium teilweise noch übernehmen oder die Regel wird es übernehmen, wenn auch ein konkreter Lichtdank nicht mehr damit verbunden ist. Und abends dann das, oder kurz vor dem Schlafengehen, dann das Kompletorium, die komplett ganz, ganz früher ein Privatgebet quasi auf der Bettkante zu sprechen, bestand nur aus einem Psalm, dann aber schon in der Regel des heiligen Benedikt eine gemeinschaftliche Gebetszeit. Und in der Nacht, quasi noch als ein Rest eines ewigen Gebetes, auch die Nacht eben durchzuwachen, die sogenannten Vigilien, die Nachtwachen, ein umfangreicher Wortgottesdienst, der aus verschiedenen Psalmen und Lesungen bestand. Wir werden da gleich noch dazu kommen. Die Nachtwachen, die Vigilien, an denen kann man am deutlichsten sehen, wie Benedikt doch praktisch reagiert auf die klösterlichen Lebens- und Arbeitsgewohnheiten. Denn zum Beispiel sagt er, die Vigilien sind normalerweise 2 Uhr nachts angesiedelt. Das ist das Winterhalbjahr. Im Sommerhalbjahr sollen sie direkt vor der Laudes gebetet werden, weil die Nacht kürzer ist. Also da steht man dann nicht mitten in der Nacht auf und bleibt dann im Gebet beieinander, sondern man setzt die Vigilien, die dann zudem auch kürzer sind, vor die Laudes. Er reagiert eben genau auf die praktischen Rahmengegebenheiten. Hier nochmal konkret die Vigilien als Struktur und mit ihrem Inhalt. Er sagt, zur 8. Stunde der Nacht sollen sie gefeiert werden, das ist 2 Uhr nachts. Im Sommerhalbjahr, eben vor den Laudes, auch hier wieder mit einem praktischen Hinweis. Er schreibt, dass man aber nicht Vigilien und Laudes direkt anschließen soll aneinander, sondern dass nach den Vigilien eine kurze Pause kommt für die Necessaria Naturae, für die Notwendigkeiten der Natur. Das ist eine freundliche Umschreibung für das, was wir heute unter Pinkelpause verstehen. Also die Necessitas Propria oder Necessitas Naturae, das sind diese Umschreibungen für man hat jetzt 3 Stunden gebetet und jetzt muss man mal kurz aufs Klo. Und dann kann man wieder zurückkommen und erleichtert die Laudes feiern miteinander. Auch das regelt Benedikt sehr genau. Das heißt, er ist ein Praktiker, er guckt wirklich in die Lebensnotwendigkeit hinein und sagt, Gnade ohne Natur geht nicht. Und die Natur muss ich beachten und ihre Gesetzmäßigkeiten. Wer die Natur beherrschen will, muss zuerst lernen, ihr zu gehorchen. Schauen wir aber dann jetzt hier auf die Struktur der Vigilien. So sehen wir, das Ganze beginnt mit einem Eröffnungsruf: Domine labia mea aperies. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkündet. 3-mal wird dieser Ruf, dem ein Psalmwort aus Psalm 50 in lateinischer Zählung zugrunde liegt, gesungen. Und dann kommt die Gebetseinladung, der Psalm 3 und der Psalm 94, vor allen Dingen letzterer.
ist das sogenannte Invitatorium, die Einladung zum Gebet. Kommt, lasst uns anbeten. Kommt, lasst uns niederfallen, heißt es dort. Lasst uns auf die Knie fallen vor dem Herrn, unseren Gott. Kommt, venite adoremus. Kommt, lasst uns anbeten. Wie eine große Sammlungsbewegung geht das quasi durch die Räume. Kommt und geht zum Gotteshaus hin, geht zur Kirche hin, fallt auf die Knie und dankt dem Herrn, eurem Schöpfer. Es folgen dann 6 Psalmen mit Antiphonen, eine sogenannte Nocturne. Es schließt sich an ein Versikel und der Segen des Abtes. Und dann kommen die Lesungen. Ein großer Leseteil, Lesungsgottesdienst ist es, ein Wortgottesdienst ist es eigentlich. Und diese Lesungen sind entnommen dem Alten Testament, AT, dem Neuen Testament, NT und den Kirchenväterschriften, also Augustinus, Gregor, Tertullian etc., KV, nicht kirchliches Verzeichnis, sondern Kirchenväter hier gemeint. Jede Lesung wird beantwortet mit einem Responsorium, Prolixum, ein ausgedehntes, ein großes Responsorium. Es gibt eine gewisse Ökonomie der Mittel im Stundengebet. In den Laudes und in der Vesper haben wir kurze Lesungen, auf die gibt es ein Responsorium breve, ein Kurzresponsorium. Für die großen Lesungen wählt man ein Responsorium prolixum, ein ausgedehntes, ein feierliches Responsorium. Lange Lesung, langer Antwortgesang, kurze Lesung, kurzer Antwortgesang. Es folgt eine weitere Nocturne mit dem normal, also in der, sei denn, es ist in einer Fastenzeit, mit dem Ruf Halleluja, wieder 6 Psalmen, Lesung aus dem Apostelbrief, dann ein Versikel und die Kyrie-Litanei, die am Ende so getaktet sein sollte, dass die Sonne durchbricht, wenn die Litanei endet. So schreibt Benedikt das. In Klammern vielleicht gesagt, ein sehr guter Kenner der mittelalterlichen Klosterkultur war Umberto Eco, der in seinem Roman Name der Rose das alles einmal sehr genau beschrieben hat, wie so ein Nachtgottesdienst abläuft. Und tatsächlich ist das sehr, sehr gut recherchiert. Der Sonnenrhythmus bestimmt das Klosterleben. Das heißt also, wir haben zum einen den Unterschied zwischen Winterhalbjahr und Sommerhalbjahr. Immer geht es darum, die Sonnenzeit effektiv auszunutzen, aber im Winterhalbjahr ist es länger dunkel, da hat man mehr Zeit fürs Gebet. Deswegen mehr Lesungen. Also das wäre jetzt die Winterhalbjahr-Ordnung, die wir hier vor uns haben. Im Sommer nur eine Lesung wegen der Kürze der Nacht. Das heißt also nicht, dass das etwa in den Morgen hineingeht und dass dann am Morgen kostbares Sonnenlicht weggeht, wenn wir in der dunklen Kirche sitzen. Sondern das Sonnenlicht brauchen wir für unsere Lesung, für unsere private Lesung und für die Arbeit. Später, später meine ich jetzt also im Hoch- und Spätmittelalter, wenn also die Klöster viel stärker miteinander vernetzt sind oder wenn sich um ein Kloster herum ein soziales Leben gebildet hat in Form eines Dorfes oder einer Stadt, dann wird man dazu übergehen, die Zeit genauer zu mensurieren, sie zu messen, nicht nur einfach zu schauen, was ist mit dem Sonnen, mit der Zeit der Sonnendauer, also im Winter und im Sommer, wenn das Kloster für sich das allein regeln kann, ist das wunderbar. Aber wenn Sie jetzt natürlich ein Dorf oder eine Stadt um sich herum haben oder wenn Sie mit anderen Klöstern sich verabreden müssen, dann muss man die Zeit genauer mensurieren. Und dafür gibt es dann die Fratres Vigilantes, die Wachbrüder, die des Nachts wach bleiben und Psalmen in einem gewissen rhythmischen Metrum rezitieren. Und wenn man eine gewisse Anzahl von Psalmen in diesem Metrum rezitiert hat, weiß man, so und so viel Zeit ist vergangen. Und dann wird zu den Laudes geläutet, ob es hell ist oder nicht. Die Zeit wird dann mensuriert. So wie es heute auch ist, die Uhr bestimmt es, wie im Kloster, wann aufgestanden wird, wann gebetet wird, wann gearbeitet wird.
Ich möchte, liebe Damen und Herren, Ihnen jetzt ein kleines Beispiel zeigen für ein Responsorium Prolixum. Unter anderem auch deswegen, damit Sie einfach das Gehörte ein bisschen sacken lassen können. Es handelt sich also um einen Antwortgesang auf eine große Lesung in den Vigilien. Und ich habe hier etwas ausgewählt, was aus einer Rekonstruktion des Ludgerus-Offiziums, so wie es der Kollege Beseudenhaut in Südafrika aus Unterlagen wiederhergestellt hat, entnommen ist. Zugrunde liegt die Lebensbeschreibung des heiligen Ludgerus, der also das Kloster Werden, in dem sich heute die Folkwang-Universität der Künste befindet, gegründet hat, 799. Und es ist durchaus üblich gewesen, dass in den Vigilien anstelle der Kirchenväterlesung auch Heiligenviten vorgelesen werden konnten. Also große Erzählungen, große Schilderungen des Lebens der Heiligen. So müssen Sie sich das vielleicht vorstellen, dass im Hochmittelalter im Kloster Werden jetzt ein Stück Ludgerus Vita vorgelesen wurde und dass dann jetzt das Responsorium kommt, postquam Ludgerus, nachdem Ludger auf göttliches Geheiß sich stützend die Schatten der Wälder und die Schlupfwinkel der wilden Tiere gerodet hatte, errichtete er eine Kirche, in der die Dunkelheit vor dem Licht floh. Das ist die neben unserer Hochschule befindliche Basilika. Denn der Herr legte auf jenen Ort Segen und ewigen Frieden. Jetzt ist es so, gehört es zur Struktur des Responsoriums, das also Responsorium heißt von Respondere antworten, dass auch innerhalb des Responsoriums immer ein Teil wiederholt wird. Das heißt, dass auch mit einem Satz immer auf die anderen Sätze geantwortet wird. Das heißt, der Begriff Responsorium ist zweifach herzuleiten. Zum einen ein Antwortgesang auf die Lesung, zum anderen eben ein Teil, mit dem immer wieder auf andere Sätze geantwortet wird. Und das ist hier der Satz Ecclesiam statuit tenebras ubi luce fugavit. Er errichtete eine Kirche, in der die Dunkelheit vor dem Lichte floh. Dann kommt ein Solistenvers, Quoniam illic, denn der Herr legte auf jenen Ort Segen und ewigen Frieden. Dann wird er errichtete, Ecclesiam statuit, wiederholt. Es folgt der erste Teil der trinitarischen Doxologie, Gloria Patri, Ehre sei dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Und wieder wird der letzte Satz, Ecclesiam statuit, wiederholt. Wir hören eine Umsetzung durch das Ensemble Vox Verdensis, basierend auf den schon erwähnten Rekonstruktionen von Beseudenhaut aus Südafrika. Und so könnte es vielleicht geklungen haben.
Vielleicht gestatten Sie mir noch ein kurzes Wort zur Erklärung bezüglich dieser doch etwas außergewöhnlichen Interpretation. Das Erstaunliche an diesem Ludgerus Officium ist auf jeden Fall, dass wir es im Frühmittelalter nicht nachweisen können. Die Gesänge sind also im Hochmittelalter entstanden. Und zuvor gab es kein Offizium, offensichtlich kein Offizium des heiligen Ludgerus, was sehr erstaunlich ist. Oder es ist verloren gegangen, wir haben es noch nicht gefunden. Es ist sehr erstaunlich, denn Ludgerus war ein bedeutender Heiliger mit großer Relevanz für unseren Bereich, für unseren geografischen Raum. Denn die Abtei Werden ist die kulturelle Wiege des Ruhrgebiets. Alles, was sich dann entwickelt, auch ein klösterlicher Kulturstift Essen oder die vielen Klöster, die heute noch eben nachzuweisen sind, deren Existenz heute noch nachzuweisen ist, all das hat sich an das Wirken des heiligen Ludgerus angeschlossen. Er ist ja dann auch 805 Gründerbischof von Münster geworden. Trotzdem liegt er auf eigenen Wunsch begraben in seiner Gründung Werden, was für die Münsteraner immer ein kleiner Schmerz ist, dass der Gründungsheilige ihres Bistums nicht in ihrem Bistum begraben liegt. Das Offizium, so wie es uns überliefert ist, ist sehr geprägt von hoch- bzw. spätmittelalterlicher Ästhetik gregorianischer Gesänge. Und nicht nur meine Vermutung, sondern auch die Vermutung anderer Fachleute ist es, dass dieses Offizium vielleicht sogar in Werden entstanden ist, unter Einfluss der heiligen Hildegard von Bingen, die 1161-62 sich eine längere Zeit hier im Kloster Werden aufgehalten hat, um den Mönchen geistliche Exerzitien zu geben. War ja damals schon eine sehr berühmte Frau, als Prophetin schon anerkannt und weit gerühmt als Theologin. Und sie war ja Komponistin eben auch. Sie hat diese Gesänge sehr wahrscheinlich nicht selber komponiert, sonst sehen sie noch ganz anders aus. Aber der doch außergewöhnliche Ambitus und Charakter dieser Gesänge lässt zumindest darauf schließen, dass sie das inspiriert hat. Und das hat mich nun wiederum inspiriert bei der Umsetzung dieses Offiziums, auch Techniken zu berücksichtigen, auch auf Techniken zurückzugreifen, die wir für die Interpretation der Hildegard-Gesänge kennen, nämlich, dass eben bestimmte hohe oder tiefe Passagen nur einigen bei Hildegard-Sängerinnen hier Sängern vorbehalten bleibt und dass die andere Teil der Gruppe dann eben Borduntöne singt. Auch die Umkleidung mit einem Instrument, mit Flöte, ist natürlich spekulativ. Das wissen wir nicht, ob das so in dieser Form stattgefunden hat. Aber ich denke, es hat seinen Reiz und es ist ja nicht nur in dem Sinne historisch informiertes Musizieren, dass man eben sagt, wir versuchen das genauso, wie es in der damaligen Zeit war, was wir sowieso nicht können, da unser Tonsystem ein anderes ist und da unsere Ästhetik eine ganz andere ist. Das halte ich also für, was diese Materie betrifft, mindestens
unmöglich und auch nicht reizvoll. Ich denke, es ist zu einem guten Stück auch für unsere geistliche Erbauung und musikalische Erbauung heute gedacht. Kommen wir zum zweiten Teil, zum Labora. Benedikt schreibt im 48. Kapitel seiner Regel: Müßiggang ist der Seele Feind. Deswegen oder deshalb sollen die Brüder zu bestimmten Zeiten mit Handarbeit, zu bestimmten Stunden mit heiliger Lesung beschäftigt sein. Das ist also der Anfang dieses sehr umfangreichen Kapitels 48. Und wir sehen dort, es ist nicht primär der Aspekt, dass das Kloster sich wirtschaftlich am Leben halten muss oder dass das Leben funktionieren muss oder dass man sagt, wir brauchen Güter, um sie zu verkaufen oder um sie selber zu verzehren oder was auch immer. Das ist nicht der leitende Gedanke, sondern der leitende Gedanke ist, dass Benedikt ganz genau weiß, Menschen, die den ganzen Tag nur beten, sind in der Gefahr der Akzedia zu verfallen, der geistlichen Trägheit. Und die Trägheit ist die ganz große Gefährdung für die menschliche Seele. Sie wird depressiv oder sie genügt sich selber. Und deswegen ist das der Müßiggang, der die Seele in größte Gefahr bringt. Und deswegen sollen die Brüder tätig sein mit Handarbeit, also sie sollen tätig sein im Rahmen ihrer Befähigung, etwas zu tun, etwas zu erarbeiten, das Feld zu bestellen, die Küche zu versorgen, die Bibliothek, Bücher herzustellen oder was auch immer. Und sie sollen als zweiter Aspekt persönlich heilige Lesung vornehmen. Das heißt also heilige Texte lesen, sich inspirieren lassen von der Heiligen Schrift und ihr geistliches Leben auf diese Art und Weise formen und prägen. Benedikt schließt dieses 48. Kapitel ab mit den Betrachtungen bestimmter Details. Und er sagt, kranken oder empfindlichen Brüdern, was das jetzt sein soll, weiß ich nicht. Ich kenne sehr viele Klöster und sehr viele empfindliche Brüder und Schwestern. Aber was das im Genaueren ist, das müsste man nochmal ergründen. Also kranken und empfindlichen Brüdern werde eine passende Beschäftigung oder ein geeignetes Handwerk zugewiesen. Sie sollen nicht müßig sein, aber auch nicht durch allzu große Last der Arbeit erdrückt oder gar fortgetrieben werden, nicht, dass die noch das Kloster verlassen. Der Abt muss auf ihre Schwäche Rücksicht nehmen. Hier sehen wir wieder, dass Benedikt sehr lebensnah agiert und dass er eben sagt, es gibt diese Menschen, jeder soll nach seiner Begabung das tun und wenn er nicht kann, weil er krank ist oder weil vielleicht durch besonderes Sensorium irgendwie eine Begabung oder auch eine Nichtbegabung vorliegt, dann sollen sie doch bitte entsprechend ihrer Fähigkeiten in ihrem Rahmen eine Arbeit tun. Und der Abt soll genauestens schauen, wer was kann und wer was nicht kann. Der Praktiker Benedikt, ich sage es noch einmal. Auch nochmal der Hinweis darauf, dass eben Sommer- und Winterhalbjahr unterschiedlich mit Arbeit auch ausgestaltet sind. Zum Beispiel im Sommer soll man früh die Handarbeit beginnen. Da ist man eben noch frisch, da ist auch das Wetter entsprechend noch so. Die Sonne ist schon da, aber es ist noch kühl. Es ist nicht so heiß wie am Tag. Dann später die geistliche Lesung, wenn man sich vielleicht auch ein bisschen zurückziehen kann. Nach dem Mittagessen Ruhe. Natürlich, das kommt ganz automatisch, wenn Sie nachts um 4 Uhr aufstehen, dann sind Sie mittags müde. Die wunderbare mediterrane Siesta hat dort eben auch ihren Wurzelpunkt oder ihre Entsprechung, die Mittagsruhe, dass eben dann auch über die heiße Zeit zum Beispiel die Mönche eben nicht mit schwerer Arbeit beschäftigt sind. Man soll dann vielleicht auch die Non früher beten, also direkt an die Mittagsruhe anschließen. Die Non ist also um 15 Uhr ungefähr, sodass man sagt, nein, bitte bis zur Vesper wollen wir das Sonnenlicht nutzen und wollen entsprechend die Non vorziehen, damit wir ein größeres Stück Arbeitszeit an einem Stück eben zur Verfügung haben. Also alles doch sehr praktisch eben orientiert. Es folgt nun, nachdem wir uns mit den Rahmenbedingungen im Einzelnen beschäftigt haben,
ein Gedanke, der vielleicht etwas fremd klingen mag, nämlich der Aspekt, das Ora als Labora, das Beten als Arbeit, als geistliche Arbeit, durchaus legitim ist, so zu sehen. Auch wenn es dann in gewisser Weise etwas verzerrt worden ist. Vielleicht muss man vorausschicken, dass die Bezeichnung für Gottesdienst in dieser Zeit das lateinische Opus Dei ist, womit nicht die zu Recht umstrittene Personalprälatur gemeint ist, diese Vereinigung, sondern man bezeichnet den Gottesdienst als Opus Dei. Und sowohl der deutsche Begriff Gottesdienst als auch das lateinische Opus Dei sind grammatikalisch doppeldeutig. Es kann nämlich einmal Genitivus Subjektivus sein. Gott ist der, der einen Dienst leistet, der Dienst Gottes. Und es kann Genitivus Objektivus sein, der Dienst, den wir für Gott leisten, der Dienst an Gott. Theologisch ist es nun so, dass beide Begriffe ihren Sitz haben in der Theologie und dass sie einander in eine bestimmte logische und zeitliche Reihenfolge gebracht worden sind. Nämlich zuallererst kommt das Werk Gottes. Gott ist der, der immer zuerst handelt an den Menschen. Und die Menschen erfahren das, erkennen das, danken im Gebet für das, was Gott an ihnen vollzogen hat. Und das ist dann der Dienst an Gott. Das heißt also, der Dienst Gottes an den Menschen ist immer vor dem Dienst der Menschen an Gott. Hieraus entwickelt sich der Aspekt, dass man eben bestimmte Gebetsleistungen als Officium bezeichnet. Das ist ein Begriff Pflicht. Das ist ein Begriff, der dann später übergeht auf das gesamte Stundengebet. Da spricht man vom Officium. Officium heißt aber eigentlich Pflicht. Sodass man schon spürt, hier geht es tatsächlich darum, dass die Menschen es als eine Verpflichtung, als eine ihrer dringlichen Aufgaben verstehen, ihre Arbeit, ihre Tätigkeit, alles zu unterbrechen und zu bestimmten Zeiten Gott zu danken, dass er ihren Tag immer wieder ihnen neu schenkt, ihre Arbeit, ihre Begabung, dass er sie erlöst hat, das große Erlösungswerk, also der Gedanke der Schöpfung und der Gedanke des Kreuzesopfers und Auferstehung, Tod und Auferstehung Jesu Christi. All das fließt zusammen zu einem großen Dankgebet. Zu diesem Stundengebet ist bis auf den heutigen Tag jeder Kleriker verpflichtet. Das heißt also, jeder, der Diakon, Bischof oder Priester ist, und natürlich auch die Mönche und Nonnen in den Klöstern sind verpflichtet, dieses Stundengebet zu feiern. Leider verschob sich im Laufe der Zeit die Bedeutung ein bisschen in Richtung Pflicht und in Richtung Pflichtleistung. Du musst das tun, damit du auch wirklich gerecht bist, als einer der Kleriker ist oder als einer Mönch oder Nonne ist. Das führte dann dazu, dass es zum Beispiel Bischöfe, Kardinäle gab in der Geschichte. Ich nenne hier als Beispiel den berühmten Kardinal Richelieu, der sein Stundengebet auf folgende Weise ableistete. Es war die rechtliche Vorschrift, man muss innerhalb von 24 Stunden das Stundengebet gebetet haben. Also, da merkt man schon, es ist verkommen zum reinen Pflichtgedanken. Sie können sich also hinsetzen, und das tat Richelieu auch, abends um 11 Uhr und beten für den zurückliegenden Tag das gesamte Stundengebet in einem durch. Also Brevier eins nach dem anderen. Laudes, Terzex, Non, Vesper, komplett. Und dann war es 12 Uhr und dann betete er das Stundengebet für den nächsten Tag vor. Dann hatte er in einer Stunde vor und einer Stunde nach Mitternacht alles für 48 Stunden erledigt und war frei für seine Politik und Repräsentation und was nicht noch sonst alles. Das ist natürlich die, will fast sagen, Perversion des Offiziumsgedankens. Aber
theologisch finden wir hier doch sehr schöne Texte, die ein bisschen versuchen, das spirituell zu erden. So der Hymnus, den ich Ihnen hier vorstelle. Gott, du Schöpfer aller Welt, der aller Sterne Bahne lenkt, ein ambrosianischer Hymnus, also auf Ambrosius zurückgehend. Du hüllst den Tag in holdes Licht, in gnädigen Schlaf die dunkle Nacht. Und das ist ein Abendhymnus. Und deswegen sagen jetzt die Mönche und Nonnen, Danksagung nach vollbrachtem Tag, Gebet, bevor die Nacht beginnt. Gelobten Dienstes, heilige Pflicht, sei vor dir unser Lobgesang. Da haben sie diesen Aspekt des Offiziums, des gelobten Dienstes, heilige Pflicht. So wie wir es gelobt haben, wie wir es versprochen haben, so wollen wir es nun auch erfüllen. Die Danksagung nach dem Tag und das Gebet vor der Nacht. Die Nacht ist das Reich der Dunkelheit, der Versuchung, der Bedrohung. Und deswegen Dank und Bitte dort eben zusammen. Ich habe Ihnen diesen Hymnus mitgebracht als eine Realisierung eines Nonnenklosters auf Latein, sodass Sie doch das einmal hören. Deus Creator Omnium, Poligue Rector Vesti, die Hymnen sind die ersten nicht-biblischen Texte, die Einzug gehalten haben ins Stundengebet. Sie sind geistliche Dichtungen, gehen zurück auf Ambrosius, so in der Form, in der wir sie jetzt vorliegen haben. Hymnen als Loblieder, Preislieder haben wir natürlich schon in der Heiligen Schrift, auch in der des Neuen Testaments. Philipperhymnus, Johanneshymnus, das sind also Texte aus dem Neuen Testament, aber diese Form des Hymnus mit einem bestimmten Versmaß, das kennen wir seit Ambrosius, seit dem 4. Jahrhundert. Und ein Hymnus ist quasi der Vorläufer unseres Kirchenliedes, eine strophische Komposition, die im Wechsel zwischen Vorsänger, Vorsängerin, Vorsängergruppe und allen gesungen wird. In diesem Zusammenhang jetzt also noch einmal gerade auch ein Blick auf die spirituelle Erdung, die mit diesen Hymnen zu tun hat. Die Hymnen sind sehr, sehr auf die klösterliche Situation oder auf die menschliche Situation hin geprägt, schon bei Ambrosius. Und zum Beispiel haben wir einen Hymnus in der Mittagszeit, der also zur Terz, Sext oder Non, oder meistens zur Sext gesungen wird, wo es tatsächlich so etwas erfahrbar wird, wie die Menschen kommen zusammen aus ihrer Arbeitswelt oder wo auch immer her und treffen sich und die Mittagshitze, der Mittagsdämon, der Dämon Meridianus, das ist tatsächlich ein in der Spiritualität oft
reflektiertes Phänomen, der Streit und Zwietracht sät und der die Menschen Verführungssituationen aussetzt. Dieser Mittagsdämon wirkt, indem er eben sagt, also Hass und Streit, es hat im Kloster schon ordentlich gerumst bis 12 Uhr mittags, ja, es hat da schon Streit gegeben und Schwierigkeiten. Und dann kommt ein Hymnus, ein ganz kurzer Hymnus des heiligen Ambrosius, wo er eben sagt, lösch alle Leidenschaft und allen Streit aus, tilge das, dass die Sonne uns nicht verbrennt, uns nicht das Hirn schmilzt, sondern dass wir eben ganz vernünftig und klug weiter agieren können. Und hier am Abend, das ist jetzt der Hymnus, der jetzt hier uns gezeigt wird, am Abend ist es also so, dass wir eine ganz interessante Entsprechung haben zwischen der Schöpfung, der Arbeit der Menschen und der spirituellen Situation. Das will ich mal sagen, sind die drei Strophen in ihrer Reihenfolge. Da können Sie sehen, wie die Arbeitswelt und die geistliche Arbeit ineinander gehen. Da haben wir zuerst die Beschreibung der Schöpfung, der Erde Schöpfer und ihr Herr, du hast geschieden Meer und Land, du hast die Flut zurückgedenkt und gabst der Erde festen Grund, Schöpfung. Und jetzt kommt die Arbeit des Menschen, was er daraus macht. Dass sie und sprieße gute Saat und schön sei durch der Blumen Pracht, dass sie von reifen Früchten schwer uns Nahrung gibt zur rechten Zeit. Stellen Sie sich vor, Erntesituation. Die Leute kommen jetzt vom Feld und sind von der Erntesituation erschöpft, sind müde, sind ausgebrannt, ausgepowert. Wenn Sie das einen Tag in der Sonne machen, dann wissen Sie, was Sie geleistet haben. Und jetzt wird das Ganze übertragen auch auf den Menschen und sein Inneres. Des Herzens Erdreich ist versenkt. Das heißt also, der Tag, die spirituelle Situation ist so, dass der Tag mich ausgepowert hat und ich habe mich wundgerieben oder ich habe gesündigt oder bin jemandem böse oder was auch immer. Des Herzens Erdreich ist versenkt und jetzt kommt die Bitte an Gott, im Tau der Gnade schaff es neu, beriesele mein Herz. Mach es wieder kühl, gib ihm Feuchtigkeit. Es öffne, Herr, sich deinem Wort und nehme die Saat in Freuden auf. Das wird also die spirituelle Arbeit, wird also im Grunde in Bildern der Erntearbeit bzw. der Natur uns vor Augen gestellt. Ich komme nun zu einem konkreten Aspekt des Ora als Labora, der quasi eine Brücke in die Arbeitswelt der Benediktiner darstellt. Eine der wichtigsten Aufgaben und auch eine der wichtigsten handwerklichen Betriebe im klösterlichen Leben der damaligen Zeit war verbunden mit dem Auftrag, liturgische Handschriften herzustellen. Handschriften, die man für die Liturgie, die geistliche Lesung, die Feier des Gottesdienstes brauchte und die man zuerst einmal selber für den eigenen Bedarf in der Bibliothek haben musste, dann natürlich aber auch die für andere Klöster hergestellt wurden. Liturgische Handschriften, die sich beziehen auf die Feier der Messe, also Missalien, die sich beziehen auf die Feier des Stundengebetes, Antiphonalien, beziehungsweise auch dann Gradualien für die Messe noch, also Sammlung der Messgesänge, Abschriften der Predigten, der Kirchenväter und natürlich im Zentrum Fassungen der Heiligen Schrift. Ich habe Ihnen hier mal eine Seite mitgebracht aus einem Kodex, der erstellt wurde im Kloster Michaelsberg bei Bamberg. Es wäre jetzt tatsächlich eine eigene Vorlesung wert, nur sich mit dieser Handschrift bzw. nur mit dieser Seite zu beschäftigen, denn Sie finden in den Medaillons hier die einzelnen Schritte der Herstellung eines Kodex, eines Buches. Das Ganze beginnt also mit dem Herstellen des
Materials, Federkiel oder eben mit dem Erstellen des Konzepts. Also man ritzte ihn mit einem Griffel in ein Diptychon, das mit Wachs überzogen war, dann den Text ein, der dann später übertragen werden musste in die Handschrift. Das Pergament wurde ausgespannt und geschabt. Es wurde beschnitten. Es wurde zu Buchseiten dann später zusammen gebunden. Also der gesamte Handwerksprozess bei der Erstellung, für die Erstellung eines Buches ist hier geschildert, bis hin zum Illuminator, der hier dargestellt ist, also zu dem, der die Handschriftenseiten, bevor es zum Buch gebunden wird, ausmalt, die Initialen ausmalt und wunderbare Verzierungen noch anbringt. Die Bücher sind in gewisser Weise auch das erste wichtigste Handelsgut, das konkrete Handelsgut, mit dem ein Kloster Geld verdienen konnte. Denn die Herstellung von Büchern war so aufwendig und sowohl zeitaufwendig als auch materialaufwendig, wenn Sie bitte daran denken, dass also zum Beispiel das Graduale von Monza aus Pergamenten bestand, die in Purpursaft getränkt wurden und dann mit Flüssiggold beschrieben wurden. Was dort allein an Materialien verwendet wurde, ist natürlich zum einen ein spiritueller Hinweis, nämlich das Wort Gottes, auch das gesungene Wort Gottes, im gregorianischen Choral gesungene Wort Gottes, ist von höchster Dignität, von höchstem Wert. Und deswegen Purpur und Gold. Aber natürlich ist das auch ein Wirtschaftsfaktor. Das heißt also, für Kodizes, die man bestellte, gingen ganze Ländereien über den Tisch quasi. Und ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Reichenau, das Benediktinerkloster unten im Bodensee, also auf der Insel im Bodensee, bitte recht verstanden, das also ein so berühmtes Skriptorium hatte und bekannt war und berühmt war für seine Buchmalerei, dass also Kaiser und Könige dort ihre Evangeliare bestellten. Das Evangeliar Kaiser Heinrichs II. Ist da ja weltberühmt geworden heute in der Staatsbibliothek in München. Und in diesem Zusammenhang eben wirklich also doch ein höchstes Kulturgut, was natürlich auch höchste Wirtschaftlichkeit in gewisser Weise garantierte. Sie haben hier eine Handschrift, die um das Jahrtausend in St. Gallen entstanden ist. Und zwar ein Stundengebetskodex, den Winterteil des Stundengebets im Kodex 390 nach seinem Autor, benannt Hartke, also Autor ist der, der es geschrieben haben soll. De facto sind aber vier Handschriften unterschiedlicher Art nachweisbar. Aber es wird einem Mönch zugeschrieben, dem Mönch Hartka. Und Sie haben hier also ebenso ein kleines Beispiel für eine Handschrift, die dann für den Eigenbedarf hergestellt wurde. Keine liturgische Handschrift im direkten Sinne, sondern es ist eine Handschrift, die quasi zur Rememoration diente. Die Notation ist ja auch nicht dafür geeignet, Melodien zu erlernen, die man nicht kennt, sondern sie ist nur dafür geeignet, Melodien zu erinnern, die man mal oral erlernt hat, in oraler Tradition, also von Kantor zu Novize erlernt hat. Und dann kann man sich mittels dieser Notation an die bereits erlernten Gesänge erinnern. Es geht tatsächlich um eine Leistung, enorme kulturelle Leistung des Auswendiglernens eines riesengroßen Gebetskorpus von Gesängen. Solche Handschriften sind natürlich das kulturelle Rückgrat eines Klosters und bis heute für uns von wesentlicher Aussagekraft für die Interpretation des gregorianischen Chorals übrigens. Benedikt legt in seiner Regel ganz klar die Priorität fest. Dem Gottesdienst ist nichts
vorzuziehen. Dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden. Das heißt, er schreibt in seinem 43. Kapitel seiner Regel: Hört man das Zeichen zum Gottesdienst, lege man sofort alles aus der Hand und komme mit größter Eile herbei, allerdings mit Ernst, um nicht Anlass zu Albernheiten zu geben. Wieder sehr lebensnah. Junge Leute neigen dazu, gelegentlich ein bisschen herumzualbern. Und das klösterliche Leben begann ja für viele schon im Knabenalter, nämlich als puer oblatus, also als einer, der dem Kloster übergeben war zur geistlichen Erziehung und dann eben später zum Eintritt in den Konvent selber. Und das war natürlich auch viel Unsinn passierte, ist selbstverständlich. Andererseits nochmal sei darauf verwiesen, die Modifikationen der Gebetszeiten, auch in der Regel schon, das Ausnutzen des Tageslichts für die Arbeit hat eine gewisse Priorität. Ich weise immer wieder nur darauf hin, auf den Praxisbezug. Wie geht es nun historisch weiter? Wesentlich für die Entwicklung der Benediktsregel ist der zweite Benedikt, wie man sagt, nämlich Benedikt von Anyane, der um 816, 817 von Kaiser Ludwig den Titel des Reichsabtes verliehen bekommt und in allen Klöstern des Karolingerreiches die Benediktsregel einführt, sodass tatsächlich es eine gewisse Einheitlichkeit gibt. Und die Einheitlichkeit ist Voraussetzung für die kulturelle Hochblüte, die wir mit dem Begriff der karolingischen Renaissance verbinden. Der Begriff ist nicht ganz glücklich gewählt, eigentlich besser gesagt karolingische Renovatio, karolingische Erneuerung. Diese Einheitlichkeit ist wichtig, dass man eben weiß, es wird tatsächlich in allen Klöstern das gleiche Stundgebet gebetet, die gleichen Gesänge, die gleiche Bibelfassung ist da. Dafür braucht man Modelle. Man verfasst in dieser Zeit Modellkodizes, Modellhandschriften, von denen abgeschrieben werden soll. Es wird eine Modellschrift entwickelt, die karolingische Minuskelschrift, die wirklich wie bei unseren Computern eine Standardeinstellung Times New Roman 12 Point gehandhabt wird. Dass man eben alles überall lesen kann. Es wird grammatikalisch auf Sauberkeit geachtet. Es wird hinsichtlich der Vokabeln darauf geachtet, dass sie richtig benutzt werden. Eine große kulturelle Erneuerungsbewegung beginnt. Und ein Modell ist zum Beispiel das von Benedikt von Anyane gegründete Modellkloster Corneli Münster bei Aachen, wo man eben sagt, da schicken wir jetzt dann überall von überall Mönche hin und die sollen das, was dort gearbeitet, gebetet, gemacht wird, übertragen in ihre Konvente. In diesem Zusammenhang ist auch der St. Galler Klosterplan zu nennen, von dem ich Ihnen jetzt nun ein Bild zeigen möchte. Auch er wäre eine eigene Vorlesung wert. Der St. Galler Klosterplan ist um 820 entstanden und bildet ein Modellkloster ab, das also so sehr wahrscheinlich nie gebaut worden ist, aber das zeigt, wie am zweckmäßigsten die Topographie eines Klosters auszusehen hat, wo Gebets-, Lebens- und Arbeitswelt der Mönche am besten miteinander verknüpft sind, wie sie am besten organisiert sind, können wir an diesem Plan ablesen. Circa 50 Gebäude finden wir mit über 330 Tituli, also Bezeichnungen. Wir sehen, wo die Kirche ist, wir sehen, wo Kreuzgang ist, das Dormitorium, Schlafsaal, Kapitelsaal für die Versammlung, der Essraum, die Latrinen, die Waschräume, alles ist dort aufgezeichnet. Aber dann eben auch das Backhaus, das Brauhaus, das Skriptorium, die Küche, das Gästehaus etc. Und hier können wir quasi wie in einem Fokus am Anfang des 9. Jahrhunderts sehen, dass auf die Organisation von Arbeits- und Gebetsleben der Benediktiner in einem geordneten Zueinander allergrößten Wert gelegt wird. Und das eben modellhaft, möglichst für alle Klöster gleich ausgerichtet. Etwas banal gesagt, wenn Sie eine Aldi-Filiale kennen, kennen Sie alle Aldi-Filialen. Sie wissen, wo Brot, wo Gemüse,
wo Milch, wo Konserven sind. Das hat einen gewissen Wiedererkennungswert. Und genauso, verzeihen Sie das banale Beispiel, aber genauso ist dann auch quasi dieser Klosterplan zu verstehen. Das war die Vorstellung, am besten alles modellhaft so, dass man wirklich sagen kann, ideal so ausgenutzt, das Skriptorium so, dass am besten Sonnenlicht reinkommt und dass man die Tagessonne gut ausnutzen kann und. Wie geht es nun historisch weiter? Arnold Angenent, der große Münsteraner Kirchenhistoriker, hat darauf hingewiesen, dass bereits im 10. Jahrhundert unter Maßgabe bestimmter theologischer Prinzipien, die sich herausgebildet haben, die liturgischen Verpflichtungen in den Klöstern dramatisch zunehmen. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass die Klöster entweder als Stiftungen bestimmter Häuser gegründet werden, das heißt also Häuser im Sinne von Herrscherhäusern, bestimmte lokale oder auch überregionale Herrscher gründen Klöster, wo dann eben die Mitglieder der Familie beerdigt werden und wo dann zeitlebens und auch nach dem Sterben für das Seelenheil der Familienmitglieder gebetet wird. Das setzt voraus, dass das Kloster einen gewissen wirtschaftlichen, eine gewisse wirtschaftliche Grundsicherung hat, dass man also nicht mehr dafür sorgen muss, sich selber zu ernähren, sondern dass es da Bauern gibt oder dass es da Leute gibt, die den Zehnt leisten und die dann eben das Kloster quasi in den elementaren Vollzügen am Laufen halten, sodass die Mönche sich auf das Gebetsleben konzentrieren können oder eben auf das Messefeiern. Für das Messefeiern braucht man Priester. Benedikt ging ursprünglich nicht davon aus, dass Priester in seinem Kloster in großer Zahl vorhanden sind. Er hat in seiner Regel ein eigenes Kapitel, wo er sagt, wenn ein Priester kommt und Mönch werden will, dann muss man ihn sehr genau prüfen, ob er auch die monastische Eignung besitzt, ob er überhaupt auch Spiritualität, seine Spiritualität zum Kloster passt. Eigentlich sollte nur der Abt als Beichtvater seiner Mönche Priester sein. Nun aber nimmt die Zahl der Priester dramatisch zu, weil auch das ein Wirtschaftsfaktor wird. Nämlich, Menschen kommen und bestellen Messen. Das hat damit zu tun, dass das Messefeiern und das Psalterbeten eben sündenlösende Kraft hat. Kleines Beispiel, ein Abt des Klosters in Fulda stirbt und erscheint einigen seiner Brüder im Traum und sagt dort, ich bin in der Hölle. Und ich leide furchtbare Qualen für meine Sünden, betet für mich so und so viel Psalter und feiert für mich so und so viel Messen. Und durch den Gnadenschatz, der sich dann dort eben ergibt, durch das vor allen Dingen durch das Feiern des Messopfers, wir reden von den Messopferfrüchten, wird meine Schuld getilgt und ich werde aus der Hölle wieder befreit. Und genau das ist dann eben auch passiert. Das heißt, die Mönche beten und feiern Messen und ein paar Tage später erscheint er ihnen wieder im Traum und es gibt dann eben die erlösende Botschaft, ich bin befreit aus der Höllenqual. Was damit also in Verbindung steht, ist also die Klerikalisierung der Klöster, die eben auch häufig Stiftungen werden. Diese Entwicklung führt dazu, dass sich immer mehr vom konkreten Arbeitsleben entfernen, immer mehr Mönche sich entfernen, weil sie zum einen Priester sind oder weil sie eben zum anderen mit dem Psalmenbeten beschäftigt sind. Daher hier also der Aspekt Klöster als Landes- und Lehnsherren. Sie haben abhängige Arbeiter, die Bauern und Arbeiter leisten den Zehnt zum Unterhalt des Klosters. Das führt wiederum zu einer Reformbewegung, zum Beispiel bei den Zisterziensern Bernhard von Clairvaux, zu dessen Wirkungszeit die Benediktinerklöster so reich geworden sind durch dieses Vorgehen, so reich, dass sie geistlich verlottern. Und Benedikt gründet das als strenge Reformbewegung, sagt, die Klöster
entschmücken. Das heißt also, die dürften keinen großen Kirchturm haben. Das muss innen alles ganz schlicht sein. Der Choral wird reduziert bis hin in Beschneiden von Melodien, weil man das als Eitelkeit und als geistlich unfruchtbares Tun verstand. Und vor allen Dingen sagt Bernhard, aber jedes Kloster muss von der eigenen Händearbeit leben. Das ist ein Prinzip, das bis heute wiederum dann die Benediktiner übernommen haben. Die wirtschaftliche Selbstständigkeit des Klosters muss gewährleistet sein. Ist ein Kloster auf längere Frist nicht mehr wirtschaftlich selbstständig, lebensfähig, dann muss man es zumachen. Es greift dann die Kunst des Sterbenlassens, die Ars Moriendi. In der Vorlesung der Kollegin aus München war die Rede von den christlichen Ständen. Das heißt also von der Arbeitsteilung im Mittelalter. Tu supplex ora, sagt Christus zu den Geistlichen. Tu labora, sagt er zu den Bauern und Arbeitern. Und tu protege, du Schütze, sagt er zum weltlichen Schwert. Das ist spätmittelalterlich oder hochmittelalterlich. Ab 1000 ist das so, denn das ora et labora ist hier getrennt. Und das gehört nicht zur Spiritualität des heiligen Benedikt in seiner ursprünglichen Zeit. Ich komme zum Schluss des historischen Überblicks, einen ganz kurzen Blick nur auf Martin Luther, der natürlich aufgrund seiner theologischen Entwicklung das Ablehnen aller Werkgerechtigkeit, man kann nicht mit Gebeten und Messen bestechen oder kann keinen Ablasshandel treiben, sich loskaufen von den Sündenstrafen. Und hier gibt es ein wunderbares Wort eben in seiner Vorrede zum Erfurt der Enchiridion, also aus einem der ersten Liederbücher. Unter vielen Missbräuchen, bisher durch viel Hochgelahrte und Erfahrene der Heiligen Schrift angezeigt, ist freilich im Grund der Wahrheit dieser nicht der geringsten einer, welchen unser Tempelknecht und des Teufels Choralis für Gottesdienst hoch aufgeputzet haben. Als nämlich, dass sie allein den ganzen Tag im Chor gestanden seind, also im Chor gestanden sind, und nach Art der Priester Baals, also der Baalspriester aus dem Buch der Könige, man denke an Elias, mit undeutlichem Geschrei gebrüllet haben und noch in Stiftkirchen und Klöstern brüllen, wie die Waldesel zu einem tauben Gott. Das heißt also, er prangert dort an, eben das unnütze Stundengebet mit dem Mönche von und Nonnen, von denen er an anderer Stelle sagt, dass sie nichts anderes zu tun haben, als die Wand anzublöken den ganzen Tag, dass sie eben versuchen, Gott zu bestechen und ihn zu Leistungen zu bringen und ihn Gnade um Gnade herabregnen lassen wollen, damit die Leute eben quasi aus der Hölle befreit werden oder was auch immer. Diese Kritik trifft natürlich das Stundengebet, das Offizium ins Mark, und zwar tatsächlich deswegen, und das geht jetzt gleich zum nächsten Punkt über, nämlich zu Kaiser Josef II., Sohn von Maria Theresia in Österreich, der als aufgeklärter Herrscher im 18. Jahrhundert den Klöstern die Pistole auf die Brust setzt und sagt, entweder ihr arbeitet was Gescheites oder ich löse euch auf. Und so sind sehr viele Klöster heute in Österreich zum Beispiel dadurch ja im Grunde in ihrer klösterlichen Existenz behindert, dass die Priester gleichzeitig, also die Patres gleichzeitig alle Pfarrer sind. Die versorgen dann Pfarreien der umliegenden, um das Kloster liegenden Kirchen, was mit klösterlichem Leben eigentlich nicht mehr viel zu tun hat. Also das ist so dieser reformierte oder aufklärerische Geist in Verbindung mit dem übertriebenen Ora und dem Verzicht auf das Labora. Zum Abschluss, meine Damen und Herren, noch einen Blick in die Benediktinerabtei Münster-Schwarzach, so wie sie heute sich uns präsentiert. Wie ich Ihnen schon eingangs sagte, bin ich mit diesem Kloster seit 40 Jahren eng verbunden, kenne seine Entwicklung und bin immer wieder erstaunt, wie sehr dann doch die Waage sich hält zwischen Dynamik der Entwicklungen, die diktiert werden oder die sich ergeben dadurch, dass es einen bestimmten Personalstand nicht mehr gibt oder dass eben nicht mehr genug Mönche da sind oder dass
kein Handwerksmeister mehr da ist oder dass man neue Akzente findet. Auf der einen Seite das dynamische, die dynamische Verbindung mit der Welt und auf der anderen Seite die Stabilitas. Das Stabile, das Bleibende, das also ja zum Wesenszug der Benediktiner gehört. Jeder Mönch in Münster-Schwarzach legt sein Gelübde ab und verspricht, in dieser konkreten Gemeinschaft zu bleiben. Es ist also nicht so wie bei den Jesuiten oder Dominikanern oder was auch immer, dass sie in der Weltgeschichte herumgeschickt werden, sondern die Benediktiner sagen, ich gehe in diesen Konvent. Ich bleibe mein Leben lang in diesem Konvent, dieses Stabilitas Loci, wie man das eben nennt. Und diese Stabilität, das bleibende Gerüst des Gebetes, der Spiritualität des heiligen Benedikt und eben die wachsende Gemeinschaft mit ihren dynamischen Herausforderungen, das macht das Spannungsverhältnis bis heute aus, ein sehr reizvolles Spannungsverhältnis. Also die Abtei Münster-Schwarzach bei Würzburg gelegen. Dann 1981, als ich das Kloster kennenlernte, ich kam in das Kloster und wurde vom Abt damals sehr freundlich empfangen. Wie gesagt, Pater Godard hatte uns ja eingeladen, uns Studenten eingeladen. Es ging damals um eine Tonaufnahme, die wir machten für eine seiner Publikationen. Aber wir wurden auch sehr freundlich vom Abt empfangen, vom Gastpater empfangen. Und der Abt, damals Abt Bonifaz, hat mich dann auch im Kloster ein bisschen herumgeführt und hat mir dann zum Beispiel das Brüderoratorium gezeigt. Das wusste ich überhaupt nicht, was das war. Und da sagte er, ja, bis 1970, bis zur Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils, haben die Brüder, also die Mönche, die nicht Patres sind, die nicht Theologen sind und dann geweiht werden zu Priestern, das sind also die Brüder, die Fratres oder Brüder, haben ihr eigenes Stundengebet gehabt, was dann deutlich reduziert war im Umfang und schon sehr früh auch auf Deutsch, schon vor der Liturgiereform, sehr früh auf Deutsch. Natürlich wollte man zum einen dem gerecht werden, dass die Brüder, wenn sie kein Theologiestudium absolviert haben, zumeist kein konkretes Verhältnis zur lateinischen Sprache haben. Nun ist es heute auch bei den Theologen so, dass sie in der Regel kein gutes Verhältnis zur lateinischen Sprache mehr haben, was sehr bedauerlich ist. Klammer zu. Aber er sagt natürlich, sagte der Abt, sagte damals, natürlich haben die Brüder auch als Handwerksmeister oder als Handwerker oder als die, die eben für die Arbeit im Kloster mit zuständig sind, haben sie ihre festen Arbeitsabläufe und sind deswegen nicht so stark in das Offizium eingebunden, wie wir das von den Patres kennen. Dann mit der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils wurde das gesamte Stundengebet auf Deutsch umgestellt. Die Patres beteten bis dahin Latein. Und es wurde auf Deutsch umgestellt. Pater Godehard zusammen mit Pater Rabanus komponierte ein eigenes Stundengebet im gregorianischen Duktus, aber in deutscher Sprache. Ein sehr interessanter Entwurf. Und das führte dann dazu, dass die Patres und die Fratres, also der gesamte Konvent, wieder zusammen in der Stiftskirche oder in der Abteikirche das Stundengebet gefeiert hat. Als ich in das Kloster kam, war ich überrascht von der riesengroßen Zahl der Handwerksbetriebe. Ich meine mich zu erinnern, dass es 18 Handwerksbetriebe damals waren. Ich weiß es nicht ganz genau, die alle einen Bruder als Meister hatten, der also den Betrieb vorstand. Und die zum Teil Lehrlinge ausgebildet haben. Münster-Schwarzach hat in der Zeit, in der ich es kennengelernt habe, ein eigenes Lehrlingsheim gehabt. Das ist heute so nicht mehr in Betrieb, weil die Zahl der Lehrlinge inzwischen sehr abgenommen hat. Aber damals war das so, dass eben die Lehrlinge der Betriebe in einem eigenen Haus untergebracht waren. Was haben wir für Betriebe gehabt oder haben sie zum Teil heute noch in Münster-Schwarzach? Zum Beispiel den Goldschmied. Das war damals ein Bruder, der weit über die Grenzen des Klosters hinaus sehr bekannt war, wo sehr viele Bischöfe ihre Hirtenstäbe, ihre Ringe oder ihre Pektoralien, ihre Brustkreuze haben anfertigen lassen. Die Goldschmiede ist heute noch auf dem Klostergelände beheimatet. Allerdings ist da kein Mönch mehr tätig, sondern Handwerksmeister und Gesellen und Gesellinnen, Meisterinnen und Gesellinnen, die eben vom freien Markt herkommen, aber die quasi im Geist diesen Betrieb weiterführen, im Geist des Benedikt diesen Betrieb weiterführen. Und die Goldschmiede ist eher noch größer geworden, als sie
früher war, sind mehr Personen dort beschäftigt. Es gibt eine Bäckerei, es gibt einen Koch, Schuster, Schusterei, Schneiderei war es. Die Ökonomie, also alles, was mit Landwirtschaft zu tun hat, war ein eigener Betrieb, ist es heute noch. Metallhandwerk ist es heute noch. Die Verwaltung natürlich, auch große Klosterverwaltung. Die Infirmerie, die Krankenstation mit einem ausgebildeten Krankenpfleger, ein Bruder, der dort war. Ob er dort jetzt noch ist, das weiß ich nicht genau. Kfz-Mechaniker, dann großer Bereich, Buchdruck. Es war lange Zeit nur eine Druckerei, die sehr gesucht war, die von allen Diözesen Deutschlands und Klöstern Aufträge bekam. Jetzt ist noch eben der große Verlag, der Vier-Türme-Verlag, dazugekommen mit vielen Ausbildungsplätzen. Und die Druckerei ebenfalls. Also das sind zwei getrennte Betriebe jetzt. Also Benedikt Press und Viertürme Verlag sind entsprechende Betriebe. Der Buchbinder, den es heute leider nicht mehr gibt, der Bruder Theodor ist leider verstorben, aber der hatte auch immer wieder Lehrlinge für die Buchbinderei, was natürlich gerade im Zusammenhang mit der Pflege alter Bücher in großen Bibliotheken eine Rolle spielt. Sie finden ja kaum noch heute einen gescheiten Buchbinder, der tatsächlich zum Beispiel auch alte Bücher restaurieren kann. Gärtner, Elektriker, Metzger, die Missionsprokura, die Benediktiner von Münster-Schwarzach gehören zur Kongregation St. Ottilien und diese Kongregation, Klosterverbund mehrerer Klöster, also hat sich schwerpunktmäßig der Mission verschrieben und hat Klöster in Afrika und in Asien und in Amerika betreut oder betreut sie heute noch, beziehungsweise hat diese Klöster gegründet und heute sind das zum Teil selbstständige Abteien wiederum, also Filiationen in den Missionsgebieten. Und dann eben die große Bibliothek, die lange Zeit von einem Pater und einem Bruder zusammen betreut wurde. Die Patres haben als Schwerpunkt auch das Gymnasium. Hatten als Schwerpunkt, heute sind dort auch Brüder tätig, das Gymnasium, das von einem Pater lange Zeit geleitet wurde. Heute ist das nicht mehr so stark der Fall, weil das Personal eben abgenommen hat. Die Zahl der Mönche ist deutlich zurückgegangen und deswegen können nicht mehr alle Betriebe eben von Klostermitgliedern, also von Patres oder Fratres, betreut werden, aber dennoch werden die Betriebe als solche weitergeführt. Was eine ganz große Rolle spielt in Münster-Schwarzach, ist der Bereich des Exerzitien- und Hauses, Gästehaus, beziehungsweise ein Haus mit sehr vielen Kursen, wo ein riesengroßes Kursangebot stattfindet. Fremde Referenten, aber auch die Patres und Fratres selber eben als Referenten auftreten. Und das sogenannte Rekollektio-Haus, das in Deutschland einmalig ist und in dem Geistliche, die eine Auszeit nehmen oder nehmen müssen, betreut werden und dort zum Teil von den deutschen Diözesen hingeschickt werden, um sie auch eine Zeit lang eben in einen Zeit lang einen geschützten Raum zu gewähren. Da haben Sie jetzt also einen Blick auf das Kloster Münster-Schwarzach, so wie es heute sich Ihnen vorstellt. Sie haben, wenn ich den Cursor das mal zeigen darf, hier ist die Abteikirche, hier ist das Konventsgebäude, hier schließt sich, hier unten drunter ist übrigens die Küche und der Speisesaal, hier schließt sich das neue Bibliotheksgebäude an, in dessen unteren Teil die Infirmerie ist, das heißt die Krankenstation. Hier der letzte noch stehende Teil aus dem Balthasar-Neumann-Bau, aus dem Barockbau des Klosters, der dann eben mit der Aufhebung des Klosters zerstört worden ist und wo die Bauern aus der Umgebung eben sich Steine geholt haben, also auf Abbruch quasi sich Steine geholt haben, um ihre Ställe und ihre Häuser zu bauen. Dann haben sie hier die Gästehäuser. Das sind zwei, die jetzt miteinander verbunden sind. Und sie haben dann hier hier ist das alte Lehrlingsheim. Dann haben sie hier den Bereich der Druckerei. Der Verlag ist jetzt hier, ich glaube, das ist kein ganz aktuelles Foto mehr. Es sind jetzt schon wieder mehr Gebäude hier. Sie haben hier hinten die Ökonomie, Sie haben hier die Schule, das Gymnasium und hier hinten weitere landwirtschaftliche Teile und hier das Rekollektio-Haus hier hinten. Also, Sie sehen hier die Sportplätze auch vom Gymnasium. Das Ganze ist also tatsächlich wirklich einer der größten Arbeitgeber der Region und ein mittelständischer Betrieb. Wie sieht es heute aus mit
dem Stand, vielleicht ganz zum Abschluss. Sie haben heute 117 Mönche. Ich glaube, es sind jetzt schon wieder etwas weniger geworden. Davon 31 in der Mission, schwerpunktmäßig in Afrika. Das Offizium wird auf Deutsch gebetet. An Sonn- und Feiertagen die erste Vesper wohl noch auf Latein. Und Sie sehen eben, dass die Siebenzahl der Gebetszeiten zusammengeschmolzen ist auf 4. Die Morgenhore, das sind die Vigilien und die Laudes zusammen. Dann das Konventamt, das ist also die Messe, die Eucharistiefeier für den Konvent. Die Mittagshore, das sind Terz, Sext, Non quasi zusammen. Die Primis abgeschafft mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und da hat man eine Mittagshore draus gemacht. Die Vesper und die Komplett. Und die sind so eben getaktet, dass sie auf der einen Seite ein festes Gerüst geben für den Tag und auf der anderen Seite die Arbeitsabläufe, soweit es irgend geht, ermöglichen, beziehungsweise eben auch die Komplett zum Beispiel so gelegt, dass die Leute, die heute Nachrichten im Zweiten schauen wollen, das tun können, dann zur Komplett, oder die Leute, die die Tagesschau schauen wollen, das nach der Komplett tun und das nach der Komplett eben noch auch geistliche Arbeitskreise, Gesprächskreise und so weiter stattfinden können, bevor man dann doch um 21.30 Uhr spätestens zu Bett geht, denn der Tag beginnt dann am nächsten Morgen um 4:30. Ora et labora in der Geschichte und konkret hier im Kloster Münster-Schwarzach. Das Interessante und das Faszinierende ist für mich persönlich eine besondere Form der Stabilität. Ich hatte eben über Stabilitas gesprochen, aber über die Stadt der Stabilität. Nämlich, dass diese beiden Begriffe unsere Kultur bis in unser Wirtschaftsleben, unser Erziehungswesen, unsere gottesdienstliche Kultur seit diesen mindestens 1200 bis zum Leben des heiligen Benedikt zurückgehen, vielleicht 1500 Jahren, zutiefst geprägt hat und heute noch aktuell ist. Und das ist für mich nach wie vor an diesem Thema das Faszinierende. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.